Jo Leute, was geht und willkommen hier zu meinem sechsten Daily Vlog. Und in diesem Daily Vlog, ja, ist es endlich soweit und zwar teste ich die Luca Pit 2. Und zwar habt ihr wahrscheinlich im Thumbnail erkannt, dass ich die endlich habe. Und zwar war ich gerade bei Edeka und habe sie mir gekauft. Ich habe jetzt zwei Stück gekauft und ich habe dafür 8,50 Euro oder sowas ausgegeben, Alter, richtig krass. Also dafür gibt es auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben, also like mal das Video und auf jeden Fall abonniert mal den Kanal. Vielleicht schaffen wir so ungefähr die 1300 Abonnenten, Leute, also schaffen wir die, wäre nice. Also Leute, ich würde sagen, let's go. Und übrigens, das Video wird auch so kurz sein, also nicht wundern. Bist du sicher? Und Leute, noch die letzte Sache. Und zwar werde ich jetzt einen Clip einblenden, wo ich mir die Pizza gekauft habe, dass ihr natürlich wisst, dass sie endlich da war. Let's go. So, das war der Clip, Leute. Hoffentlich ist er eingefügt. Wenn nicht, dann heißt es, dass das irgendwie ein Fehler war oder so. Aber ich hoffe, dass das kein Fehler war. Und ich würde sagen, Leute, ab in die Küche und let's go. So, Leute. Ich habe übrigens dieses da. Das ist voll traurig. Naja, hat halt davon, ne? Jetzt würde ich sagen, wir lesen mal kurz durch, wie man das perfekt macht. Und ja, let's go. Oioioi, Leute, ich glaube, es ist fertig. Oh mein Gott, oh, es ist warm. Ich glaube, sie fackelt an. Oh, ich muss euch kurz sauber machen. So, ist, glaube ich, fertig. Sieht halt verbrannt aus irgendwie, aber es ist halt schwarz, ne? Ja, ich würde sagen, ich hole sie raus, ne? Ah, so, perfekt. Ja gut, der Teller ist halt ein bisschen zu klein, aber naja, egal. So Leute, ich habe gerade eine Kameraposition erfunden, so ein bisschen an der Seite so. Und zwar ist hier die Pizza, Leute, ganz nice und wir testen sie auf jeden Fall mit euch jetzt. Ist halt ein bisschen warm, aber naja, die ist halt mehr groß und keine Ahnung, die ist halt nicht so perfekt kreisig, also so, so als Kreis, sondern die ist halt handgemacht. Sieht halt geil aus, Leute, sie ist halt schwarz, ne, wie es, ja, ist halt schwarz, Leute, so sieht man es auf jeden Fall. Mega nice, also ich habe immer gesehen, dass sie immer so lapprig ist, aber eigentlich ist sie okay so, also ist sie okay. Naja, ich würde sagen, Leute, ich teste mal. Also ohne Scheiß, Leute, die Pizza, ich glaube, die beste Pizza, die ich mal gegessen habe, also Tiefkühlpizza. Schmeckt also so wie eine normale Margherita, halt aber mit Salam, mit so Fleisch, ne, Schinken. Und ist halt so, wenn man sie halt kauft und ja, also halt nicht Tiefkühlpizza, sondern halt eine normale halt kauft. Der Schinken ist auch geil. Eine Skala von 1 bis 10 gebe ich der Pizza eine 9, denn ich mag eher, wenn die Ränder ein bisschen dicker sind, ein bisschen größer, wisst ihr, ich meine? Also der Boden ist perfekt, das geht der Pizza schon wieder an, Leute. Aber halt die, der Rand ist halt eher so halt so wie der Teig da unten, aber eigentlich so, wie gesagt, mehr geil und ich werde die auf jeden Fall jetzt aufessen. Ich werde halt, wie gesagt, mal dazwischen ein bisschen ein paar Videos schauen damit und ja, ansonsten habe ich heute eh nichts mehr vor. Ich würde sagen, ich esse die Pizza und dann sehen wir uns gleich ungefähr, vielleicht eine Stunde oder sowas, wenn es 17 Uhr ist ungefähr, es ist gerade 16.21 Uhr und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. So Leute, ich habe es auf jeden Fall jetzt fertig gegessen, es ist ungefähr gerade 17 Uhr oder sowas. Auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall noch einen Top-Comment machen und zwar werde ich nicht das, weil ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, weil Top-Comment ist es eher nicht, aber sozusagen für mich ist es so ein Top-Comment, weil es hat halt nicht so viele Likes, aber halt, ich habe trotzdem auf die Tür hängen auf jeden Fall an dich, der das sieht, der gerade auf die Tür gerade gehängt wird, der wird sich wahrscheinlich auf jeden Fall freuen. Schreib mir in die Kommentare, ob du da bist, wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Der Comment ist auf jeden Fall von Fabian Weiches Kann, heißt der. Hier könnt ihr euch diesen Comment euch durchlesen. Auf jeden Fall mehr korrekt, auf jeden Fall nochmal dafür. Und du wirst auf jeden Fall jetzt auf die Tür gehängt. So Leute, das ist die Frage, wo ich das aufhängen soll. Also hier irgendwo geht es halt nicht, weil es irgendwie zu lang ist. Ich würde mal sagen, ich packe es nämlich hier unten hin, weil hier eigentlich ist eh schon alles voll. Vielleicht werde ich es mal so schön in einer Reihe mal machen, also alles schön in einer Reihe, wisst ihr, was ich meine? Und dann irgendwie es halt nice machen. Also schau mal kurz rein, wie ich es machen soll. Ich habe Vorschläge auch mal rein, wie ich es auch gestalten soll. Und ich würde sagen, ich tue das irgendwo unten hin. So, jetzt bist du hier geehrt an meiner Tür, ne? Und ja, Leute, damit würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle den Daily Vlog. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann im siebten Daily Vlog, also morgen. Morgen wird wahrscheinlich viel mehr, wird mehr passieren. Mal schauen, vielleicht gehe ich mit Pumpe raus und machen wir ein paar bisschen Scheiße oder sowas. Mal schauen, Leute, also schreibt mal in die Kommentare, was wir machen sollen. Ich habe auf jeden Fall FAQ werde ich auf jeden Fall morgen machen. Also schreibt mal rein Fragen. Hashtag Fraktitrux, wie ich es im letzten Video gemacht habe, wo ich es nicht gesagt habe, also dass ihr Hashtag Fraktitrux machen müsst. Aber halt Fragen. Aber weil ihr so
Ehrenhaftigkeit habt ihr Hashtag Fraktitalks geschrieben. Also ich habe jetzt hier in diesem Video Hashtag Fraktitalks und ich werde dann die Fragen vielleicht im nächsten Video beantworten, Leute. Also auch rein, Leute. Bis zum nächsten Vlog und ciao. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer.